Mein Name ist Holger Fitterer, bin hier aus Karlsruhe, Maler und Zeichner und zeige jetzt hier auf der UND zwei größere Malereien und zwei Zeichnungen aus meiner Hand. Mein Blick wird stark in der Natur geprägt auch. Es ist, hat immer so ein Gegenüber von Natur und vielleicht etwas, das... Also ich versuche so die Welt einfach zu verstehen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Anliegen der Künstler. Ja? Und das mache ich eben auch durch meine Arbeit. Und es ist immer so die Frage, was ist Natur und was ist das, wo der Mensch dann eben Eingriff genommen hat. Ja? So ein Naturbegriff versuche ich mir zu erklären. Und das wird eben dann für mich sichtbar, wenn ich mich in der Natur bewege, bin im Schwarzwald unterwegs und bin jetzt zum Beispiel gerade in New York gewesen und da habe ich jetzt noch nie so stark gespürt wie jetzt dort, dieses andere, was dann eben, ja, was der Mensch auch zustande bringt. Und diese zwei Pole, das sind eigentlich diese Dinge, die ich immer bearbeite.